Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Day Billions. So gut Leute, mal weiter an der Stelle, nachdem wir letzte Folge erfolgreich an zwei Fronten es irgendwie verteidigt haben. Ich hatte schon kurz damit gerechnet, eigentlich, dass wir es vielleicht gar nicht mehr packen, weil das ein bisschen ungünstig alles lief und so, oder verlaufen ist, dass es halt gleichzeitig von der Stadt die Zombies kamen, weil ich die angelockt hatte. Und dann halt die Horde. Aber wir haben es irgendwie hinbekommen. So, und wir können jetzt also weitermachen, was mich sehr freut. Ja, ich hatte ja einfach diesen Turm und so. Damit habe ich die halt angelockt, glaube ich, weil ich hier die Sniper oben drauf hatte. Zumindest kam mir das beim Produzieren gerade eben so vor. Okay, so, ich würde jetzt erstmal hier die Leute abziehen. Wir lassen hier einfach mal, weiß ich nicht, ein, zwei Veteranen oder so rumstehen. Und ich tue die erstmal kurz zur Seite. So, und den Rest schnappe ich mir. Und mit euch. Wobei, warte mal, ich muss mal gucken, hier unten habe ich nämlich auch keine Einheiten. Habe hier noch irgendwo einen Veteran. Sieht nicht so aus, ne? Na gut, egal, dann lasse ich dich mal hier stehen. Sehe ich genauso. Ihr helft quasi, das jetzt erstmal noch zu verteidigen, wenn dann irgendwas kommt. Und euch schicke ich hier runter. So, und mit dem Rest würde ich hier zudem nicht die Zombie-Stadt gerne platt machen. Da hätte ich sehr, sehr große Lust drauf. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Stonewall ist gerade in Arbeit, wunderbar. Da können wir nämlich dann Step-by-Step unsere Steine benutzen, um die Mauern hier abzugraden. Beziehungsweise als erstes werden wir aber, fällt mir gerade ein, die Häuser erstmal in Steinhäuser umwandeln. Eigentlich brauchen wir dann dafür erstmal die Steine. Müssen wir mal gucken. So, ich mache auf die 1. Und weiter Sniper pumpen. Wir laufen ihn gerade hin eigentlich, da runter. Halt, ich sollte hier mal noch ein Gate bauen. Das ist sonst echt ein bisschen umständlich hier. Jetzt kommen wieder gerade ganz viele, hä? Okay, euch stelle ich mal hier hin. Dann würde ich hier wegmachen, hier wegmachen, hier wegmachen, hier wegmachen. Nicht alle Wände wegmachen. Das ist ja uncool. So, okay, Woodgate. Ja. Dann muss ich hier auch noch wegmachen. Woodgate. Eigentlich hätte ich ja schon Stein machen können, ne? Theoretisch. Können wir einfach hier machen dann. So, das sind die Zombies zu nah dran, so wie es aussieht. So, ihr geht jetzt mal raus. Und jetzt wird hier im großen Rahmen aufgeräumt. So, wir können jetzt weiter erforschen. Also Bank oder Stonehouse? Ich würde erstmal Bank machen. Die bauen wir dann, wie gesagt, hierher. Und dann sollten wir deutlich mehr Gold machen. Und im Anschluss machen wir dann Steinhäuser. Auf jeden Fall. So, wir haben so viel Holz. Ich muss das unbedingt mal irgendwie einsetzen. Wie sieht es denn jetzt hier eigentlich aus? Hier können wir auch noch einen Tesla Tower gebrauchen. Wie würde ich denn die Mauer hier weiterbauen? Lass mich mal schauen. Ich würde hier so lang ziehen, glaube ich. Okay, lass mal Steinwände nehmen. Wobei, hier ist wieder ein Gate wahrscheinlich. Wollen wir hier ein Gate haben? Ja, irgendwo will ich schon ein Gate haben. Machen wir das mal. Dann geht die Mauer hier lang. Hier brauche ich kein Gate unbedingt. So, und dann Stone Gate. Mir fällt was auf. Und zwar hätte ich das Gate lieber. Hier. Weil dann können wir hier noch einen Tower hinsetzen, glaube ich. Müsste eigentlich gehen, oder? Ich weiß es nicht. 1, 2. Müssen wir da mal testen? Wartet mal. Ah, die können trotzdem nicht durchlaufen, glaube ich. Aber ich hätte halt gerne in der Ecke einen Tower, das würde halt übelst viel bringen, der würde alles abdecken. Das wäre schon ziemlich nice, wenn ich so drüber nachdenke. Alternativ könnte ich auch das hier wegreißen. Also ich muss mir da echt mal so ein Muster entwickeln, wie eine gute Mauer dann aussieht. Ne? Ihr merkt schon, ich bin da immer noch viel am Überlegen. Hier könnte ich die halt hin platzieren. Das würde wahrscheinlich auch gehen. So. Und jetzt könnte ich hier quasi da noch einen Tower hinsetzen. Da raus wird ein Schub. Das geht nicht. Das ist schade. Ach nee, wir bauen das hier. Wartet mal, ich muss kurz überlegen. Hier sind es drei. Theoretisch müsste ich das ja hier nach außen dann ausbauen. Also so hier. So hier irgendwie. Könnte ich denn einfach, damit es schöner aussieht, das hier wegmachen? Das sind jetzt nur Woodwände, die sind jetzt eh nicht so teuer. Und dann könnte ich hier runterbauen dann.
Ne, zwei nebeneinander geht ja nicht. Ja, so wird ein Schuh draus. So, dann hier irgendwo ein Tesla Tower hin. Damit wir das dann hier auch noch weiter ausbauen können. Muss ich überlegen, wie wir dich hier hinsetzen. So, hier können wir dann auch noch ordentlich ausbauen. Hier genauso. Sieht das mal okay aus. Und das hier würde ich dann wahrscheinlich auch nochmal überarbeiten dann. So, aber jetzt machen die jetzt erstmal hier Action, Leute. Die Ranger will ich nicht ganz so weit vorne haben, die halten nicht so viel aus. Okay, dann gehen wir weiter vor. Ja, ich glaube, die metzeln sich jetzt hier schon ganz schön durch. Und das Gute ist, die Sniper, die können gleich noch ein bisschen mitleveln. Du gehst mal hier hin. So, können wir dann schon mal den nächsten bauen. Forschung läuft, das ist super. Energie brauchen wir. Okay. Dö. Wo können wir dann eine hinbauen? Hier geht nicht, wie gesagt, weil wir da kein Energy-Ding haben. Also kein Tesla-Tower. Hier würde ich gehen. Gefällt mir aber irgendwie auch nicht so gut. Hier haben wir noch ordentlich Platz. Ich habe die halt immer ungern da, wo es grün ist, weil ich da dann vielleicht auch noch Felder einsetzen will und so. Würde ich sagen, hier ist ganz gut. Und hier genauso. Wobei, hier können wir dann vielleicht auch noch ein Warenhaus hinbauen. Dann lasse ich das lieber erstmal. Hier geht nicht, weil hier eine ist. Hier könnte ich doch erstmal weitermachen. Warum nicht? Hier würde ich wahrscheinlich die Mauer gerne noch viel dicker machen. Weil sehr viel dicker kriege ich die ja wahrscheinlich gar nicht. Ja doch, klar kriege ich die dicker. Machen wir hier noch einen hin. So, dann haben wir nämlich erstmal, was Energie geht, ein bisschen ausgesorgt. So, wo rennst du jetzt hin? Okay, du kommst einfach nur gerade aus dem Rekrutierungsgebäude. Alles klar. So, Bank müsste dann auch bald fertig sein, die bauen wir dann erstmal gleich. Darf ich nicht vergessen. Ah, hier ist schon gut was los, oh, ne? Aber das geht gut, das geht gut, das geht gut. Und die Einheiten heilen über die Zeit übrigens auch wieder ein bisschen Leben, ne? Das nur so nebenbei. So, wir können Bank bauen. Bank haben wir hier. Fehlt uns leider noch etwas Gold. Aber nicht sonderlich viel. Während wir warten, muss ich mal eben hier noch ein bisschen Holz bauen. Holzwände bauen. So, das gefällt mir jetzt hier nicht mehr vom Aufbau. Weil ich kriege ja jetzt hier wahrscheinlich keine Wände hin, oder? Also hier. Wie wollen wir das denn machen? Also theoretisch gibt es zwei Optionen. Entweder wir bauen die Mauern überall wie hier. Dass wir zwei Platz lassen. Hier, das kann ich auch mal eben ausbessern. Und wir dazwischen einfach nur automatisierte Turret-Türme quasi hinsetzen. Hier fehlt mir ein Tesla Tower, ne? Ja. Machen wir mal hier einen hin. Und dann, ich glaube, wenn der fertig ist, brauche ich dann hier irgendwie einen hin oder so. Hätte ich aber gerne hier oben auch einen Sniper, um ehrlich zu sein. Hier habe ich leider keinen. Du kannst mal hier hingehen noch. Damit dieser Bereich auch erstmal ein bisschen abgedeckt ist. Du darfst mal dazu stoßen. So, wir können jetzt die Bank bauen, Leute. So, wir können ja mal gucken, ne? Wir machen jetzt 455 Gold. Ja, hier sieht man alle Häuser, die abgedeckt sind. Schade, dass die Reihe nicht mehr dabei ist. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Und wir gucken mal, wenn die fertig ist, wie viel Gold wir dann machen. So, ich guck mal, Häuser, kann ich noch welche bauen? Weil das sollte ich vielleicht erst machen, wenn ich alle Häuser in Stein umgewandelt habe. Dafür brauchen wir jetzt noch ein bisschen Gold. Du siehst noch gut aus, ne? Mein Lucifer. Ja, der hat sogar wieder hochgeheilt, großartig. So, Level up, ein Veteran. Also, beziehungsweise ein Sniper. Das lese ich mal gerne. So, da würde ich jetzt nämlich hier auch noch einen Tesla Tower hinsetzen. Aber vielleicht ein bisschen weiter unten? Ne, machen wir erstmal hier. Mauern werden angegriffen. Mal eben checken. Sieht alles gut aus. Ja, hier hätte ich gerne einen Sniper mehr, um ehrlich zu sein. So. Okay, das ist kein Problem. Aber die Mauer sollte ich vielleicht mal wieder upgraden. Beziehungsweise überhaupt mal wieder machen. Die ist ja noch kaputt. Fällt mir gerade auf. Guck
gucken, was hier alles an Zeug rumliegt. Ich sollte mal irgendwie Ranger oder so nehmen. Indem man hier nach vorne irgendwie, dass ich mir schnell das Gold einsammle. Das braucht man nämlich gerade. Noch nicht zu viel einsammeln. Apropos nicht zu viel einsammeln. Warehaus. Geht nicht, wir brauchen Arbeiter. Wir sind gerade dabei. Nee, Stonehouse. So, machen wir mal Forschung jetzt erstmal. Da baue ich mal jetzt noch ein, zwei Häuschen. Irgendwo. Machen wir hier hin. Gefällt mir das, wenn ich das so ansetze? Ich glaube ja. Weil das würde ich mal wegmachen, weil vielleicht ziehe ich ja die Mauer noch durch. So, gut, dann lassen wir hier die Mauer ordentlich machen. Ich muss aber das eigentlich erstmal reparieren, glaube ich, bevor ich irgendwas machen kann, oder? Hier kann ich zumindest schon ansetzen, okay. Na gut. Wo will ich denn hier Stonegate haben? Hier unten? Hier irgendwie so lang? Würde Sinn machen. Okay, wartet mal, hier ist der Tower. Machen wir so hier. So, und das hier können wir upgraden. Das macht sowieso Sinn, ne? Erstmal die Mauern in Stein umwandeln, die aus nicht so vielen Teilen bestehen. Das ist ja erstmal das Effektivste, was man machen kann. So, das sieht ja auch schon ein bisschen stabiler aus. Machen wir das gleich mal wenigstens fertig. So. Gut, die restlichen Steine würde ich jetzt erstmal weiter sammeln wollen. So, die sieht gut geschützt aus jetzt hier. Oh, hier muss ich unbedingt auch weiter ausbauen. Tesla Tower ist gerade fertig. Also ich glaube, den hatte ich ja vorhin erst gesetzt eben, oder? Wenn ich mich nicht ganz täusche. Das machen wir weg. Gefällt mir nicht mehr. Habe ich mittlerweile dazugelernt. So. Testen das jetzt erstmal, weil ich das jetzt hier überhaupt bauen kann, den Spaß. Woodgate. Die kann ich halt echt durchziehen, ne? Ich kann hier nur keine Mauer mehr hinsetzen. So, was ich jetzt meinte ist, es gibt zwei Optionen, wie wir unsere Mauern aufbauen wollen. Entweder so hier, dass wir zwischen den Zweierreihen drei Felder Platz lassen. So können wir halt hier dann quasi noch solche Watchtower hinsetzen, damit die Soldaten hinkommen. Wir können aber auch einfach sagen, wir bauen das wie hier. Ja, das würde ich ja auch doppeln. Dass wir zwei Felder Platz lassen, anstatt drei. Das heißt, wir können mehr Mauern auf engen Raum bauen. Und machen einfach nur die automatisierten Tower dahin. Aber halt keine Tower, wo die Soldaten drauf kommen. Theoretisch ist es ja absolut ausreichend, wenn die Soldaten auf der letzten Reihe der Mauer auf Towern stehen. Weswegen ich ja fast zu dieser Variante tendiere. Und einfach nur hier dann vielleicht solche Watchtower hinsetzen würde, auf der letzten Reihe. Dann fangen sie aber auch erst später an zu ballern. Muss man halt überlegen, wie man das macht. Aber ich glaube fast, dass mir das so hier besser gefällt, wenn ich so drüber nachdenke. Irgendwie. Man kann das auch mischen. Rein theoretisch. Würde auch gehen. Das ist ja auch eine Variante. So, okay. Dann ziehen wir das hier mal durch. Ich weiß noch nicht. Okay, wir haben kein Holz mehr. Sniper. Okay, ich würde sagen, na gut, einen können wir hier noch hinschicken, aber eigentlich reichen zwei hier. Da ist ja sogar noch ein Ranger. Ergo, kommt jetzt mal hier runter. So, ach ja, Warenhaus wollte ich bauen. Kann ich das mittlerweile oder fehlt es mir wieder an Arbeiter? Nein, kann ich machen. So, das eine Warenhaus haben wir hier hingebaut. Ich baue das jetzt vor allem nur, damit wir noch mehr lagern können. Das ist jetzt eigentlich das Hauptziel. Ja, scheiße, jetzt habe ich hier das Kraftwerk. Weil hier wäre echt ganz gut. Weil hier kommen überall noch Felder hin. Hier bringt es mir nicht ganz so viel. Wir haben aber so viel Energieüberschuss. Ah, doch, hier kann ich bauen. Ja, dann baue ich es hier hin. Das ist okay. Die Farm, ist die noch dabei? Leider nicht, da müsste es hier irgendwie sein. Okay, bauen wir es hier hin. So. Da muss ich aber die Gates anders setzen, weil sonst ist das blockiert. Machen wir hier den Durchgang, würde ich sagen.
Wars. Okay. Wenn ich die wegmache, dann geht's. Alles klar, also muss wirklich Zweier, immer Zweier, Zweier, Zweier. So, alles klar. Fühlt sich jetzt schon ein bisschen sicherer an. So, bald brauchen wir wieder Nahrung. Das heißt, wir können jetzt hier schon mal Farmen bauen. Das ist ja der Hauptgrund, warum wir auch das hier erschlossen haben, weil hier noch viel grüne Fläche ist. 60, 62. Ich weiß nicht, ob mir dieses Stück hier so gut gefällt. Ich glaube, das würde ich vielleicht sogar wieder wegmachen. Das hatte ich ja nur gebaut, wo die alle auf einmal gekommen sind. Das macht eigentlich keinen Sinn. Also es ist dann nicht... Also wenn, dann muss es ja überall gleichmäßig gestärkt sein, würde ich sagen. Dann nutze ich das jetzt lieber, um Farben zu bauen. Ich muss nur hier dann halt logischerweise das jetzt ausbauen. Das ist klar. So, da würde ich hier wahrscheinlich die Gates hinsetzen. Geht nicht. Weil keine Energie. Okay. Ja, machen wir noch einen Tesla Tower. So, okay. Das Warenhaus habe ich jetzt schon platziert. Okay, alles klar. So, ich sammle jetzt aber hier erstmal nichts ein. Aber wir gehen erstmal runter. Wir gucken, vielleicht finden wir noch irgendwas. Ich sammle das erst ein, wenn ich mehr Zeug einsammeln kann. Also wenn das Warenhaus dann fertig ist. Und weiter Sniper pumpen, bitte! Und wir können Steinhäuser bauen. Okay, dann werden jetzt die Steine erstmal dafür raufgehen. Wir machen übrigens jetzt 689 Gold mit der Bank. Also 50% mehr ungefähr. Wahrscheinlich steht das auch in der Beschreibung drin von der Bank, oder? Ne, steht nicht da, wie viel das... Ah doch, hier, plus 30% bringt das. Okay. Alles klar, das ist ziemlich ordentlich. Ja, der Markt reduziert die Nahrung, die die benötigen. Minus 20%. Okay. So, hier hätte ich jetzt gerne Power Plant. Besseres Kraftwerk sozusagen. Was aber Stein und Eisen verbraucht. Hm. Nicht hier rüber rennen, bitte. Wobei, ein bisschen Gold kannst du mitnehmen. So. Jetzt wollte ich nochmal kurz schauen. Ja, ich kann die Häuser upgraden. Ist klar. Ja, das ist nämlich ganz schön teuer. Das würde so erstmal ein bisschen dauern. Weil hier sind auch noch Steine und so. Wartet mal, komm, wir koppeln das mal ein bisschen an hier. Komm durch! So, nehmen wir einmal das Gold mit. Und die Steine. Die genauso. Die genauso. So, jetzt können wir hier noch mehr upgraden. Und jetzt brauchen wir wieder Essen. Okay, Farm. Wollte ich ja vorhin schon eine bauen, das habe ich irgendwie aus den Augen verloren. Hier wäre halt effektiv, aber da ist das Ding im Weg. Wir fangen einfach mal hier unten an, würde ich sagen. 54. 62. Ja, wäre schon cool. Aber ich kann auch so bauen einfach. So viel Essen verliere ich dann nicht. Ja, ich verliere 10 Nahrung. 10 Nahrung sind 10 Nahrung. Ich kann das Ding abreißen. Muss jetzt aber das ordentlich neu setzen. Wenn ich hier hinsetze, müsste eigentlich alles wieder laufen. Hoffe ich zumindest. Müssen wir mal ausprobieren. Da läuft doch so alles. Das läuft nicht. Alles klar. Hm, würde ich hier so platzieren, dann müsste eigentlich alles dabei sein. So, müssen wir uns warten, bis das Ding fertig ist. Alles klar. KKKK. So, Powerplan müsste gleich fertig sein. Es müsste aber auch sehr, sehr wahrscheinlich gleich die nächste Welle kommen. Da bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass das passiert. So, dann können wir jetzt hier nämlich auch schon mal das jetzt ordentlich ausbauen. So. So. Nee, ich brauche die Steine. Alles klar. Hier geht nicht, würde gehen. Kann ich denn... Hier kann ich auch nicht mehr bauen. Okay, ist klar. So. Einfach was schön aussieht, kann ich mir den leisten. Kann mir ja eigentlich auch noch eine große Balliste hinsetzen. Ach, guck an. Die kann man auch nicht unmittelbar nebeneinander bauen. Da muss eins Platz sein dazwischen. Oh, das geht ja, das passt ja perfekt, Leute. Nice.
will ich in eine hinbauen. Aber wir kriegen später dann noch bessere Wachtürme, die nochmal ein bisschen krasser sind, so. Aber, nee, wir sollten, wenn wir können, sollten wir das jetzt schon nutzen und ausbauen. Könnte man eigentlich schon wieder das Zeug hier einsammeln, ey. So, und Häuser upgraden. Wir brauchen es. Die Farm muss fertig werden. So, jetzt können wir hier auch die dritte Farm bauen. 67, ja doch, das hat sich gelohnt. Das nochmal umzuändern. So, hier unten, das gefällt mir auch noch nicht mit den Mauern. Nee, aber erstmal Häuser. Erstmal die Häuser jetzt machen. Ah, guck mal, da ist ein Dicker. Aber die Armee ist so groß. Ich werde mal die Sniper umstellen, das kann man nämlich einstellen, ob die entweder auf den Zombie gehen, der am nächsten dran ist, oder ob die auf den Zombie gehen, der am gefährlichsten ist. Und bei Sniper macht es übelst Sinn, das umzustellen, dass die auf den gehen, der am gefährlichsten ist. So gehen die nämlich auch immer auf die schnellen Viecher, die viel Schaden machen und so. Oder zum Beispiel auf solche Spuckviecher. Ja, sonst hätten die den jetzt nämlich nicht so schnell getötet. So, krass, wie schnell die Türme fertig sind. Also die kann man dann wirklich flexibel noch bauen. Auch wenn die Horde kommt, habe ich so das Gefühl. Warnhaus ist auch fertig, das ist spitze. Hier brauchen wir noch einen Energy-Turm. Wie sage ich immer Energy-Turm? Tesla-Tower, meine ich. Ich hätte halt hier gerne die Hausreihe weiter fortgesetzt, um ehrlich zu sein. Ich kann es einfach dazwischen bauen. Hier, das sieht gut aus. Dann kann ich hier noch weiter platzieren. Tesla-Tower kann man direkt daneben auch noch Zeug bauen, das geht. So, und hier könnte ich auch noch Häuser hinsetzen. Aber, ne, wir createn erstmal alles ab. So, wir brauchen Energie. Und dafür brauchen wir Wood. Da hätte ich das eine Gebäude mal nicht geupgradet. Aber müssen wir eigentlich gleich haben. So, jetzt haben wir es. Power Plant. Und das bringt jetzt richtig viel Energie. Wo steht jetzt? 160 Energie bringt das. Aber wir verbrennen Stein und so weiter. Irgendwie, glaube ich. So, das bauen wir. Hier ist eigentlich ganz gut. Also ich will es halt wieder irgendwo haben, wo es mich nicht nervt die ganze Zeit. Wobei hier... Na, hier könnte ich vielleicht noch ein, zwei Häuser hinbauen. Ja gut, machen wir da hin, wo ich es eben hatte. Hier. So, wenn wir das haben, dann haben wir erstmal ordentlich Energie. Wir sollen jetzt aber gleichzeitig auch... ich komme da wieder mit nach oben, bitte. Unbedingt schauen wegen Stein- und Erzabbau. Das sollten wir jetzt unbedingt weiter pushen. Hier haben wir richtig viel. So, wir haben jetzt die Wahl zwischen zweimal Advanced Mill, das ist einfach das Upgrade, die Upgrade-Stufe von dem normalen Kraftwerk, oder zwei Shocking Tower. Ich glaube, ich nehme die zwei Shocking Tower. Ich hatte die schon mal benutzt, ich war noch nicht so richtig davon überzeugt, aber ja, wir probieren es einfach mal aus. Die würde ich mir, wenn wir die jetzt schon platzieren, na, da haben wir nicht mehr genügend Energie dafür, alles klar. Aber wir müssen nichts dafür bezahlen oder so, was ja auch nett ist. So, hier ist ein Sniper, aber gut, hier sind auch die Wachtürme. Das müsste eigentlich passen. Ich würde mir den jetzt erstmal hier aufräumen und das hier alles erschließen. Das ganze Erz und so hier unten dann gleich im Anschluss auch. Aber wisst ihr was? Einen Ranger würde ich mir mal noch nehmen. Die Ranger sind halt immer so fucking schnell. Wo sind denn die Ranger hin? Da. Nehme ich mir mal den hier. Dann mache ich auf die 2. Mit dem sammle ich mal noch das Zeug ein hier. Das macht auf jeden Fall Sinn. So, Tesla Tower. Ja, eher in die Richtung hier ausbreiten, würde ich vorschlagen. Eigentlich können wir den hier voll reinbauen. Voll gut. So, halt nicht, dass der Match stirbt hier. Nee. So, das wichtige Hammer. Hier ist noch ein bisschen Holz, was rumliegt. Alles klar. So, dann kannst du hier zu deinen Leuten. Und wir räumen jetzt hier krass auf. Also wie ich so sehe, gibt es hier gar nicht mehr so viel zum Aufräumen. Wo haben wir denn noch was? Hier kann man noch was erschließen. Dann komme ich mit euch mal raus hier. So. Okay, ich glaube, wir können sogar direkt schon hinbauen, ne? Hier kriegt man 4. Okay. Hier auch noch einen hin. Hier genauso. Da muss ich da aber auch gleich noch ein paar Einheiten hinschicken. Ich könnte die auch mal ein bisschen aufteilen hier. Wie habe ich ihn jetzt?
Lass den doch mal raus hier, meine Güte. Machen wir so hier. Das machen wir jetzt auf die 2. Ich mache mal auf die 3. So, ihr dürft hier aufräumen. Ich könnte hier noch ein bisschen vorgehen. Ich auf die 1. Hier, checkt mal das Gebiet hier noch aus. Nein! Aufpassen, meine lieben Ranger. Okay. Jetzt kommt eine Welle, Leute. Habe ich es echt geschafft, dass jetzt ein Ranger gestorben ist? Ah, das sind bestimmt Spuckviecher oder so. Okay, wir ziehen uns zurück. Ah, nee, der Flammtyp. Habe ich auf die gezielt? Das kann sein. Das war Friendly Fire, glaube ich. So, vom Norden in 5 Stunden, Leute. Zieht euch alle mal zurück. Ja, genauso. Alter, Sniper pumpen. Oh, ich habe viel zu viel Gold, Mann. Das darf eigentlich gar nicht sein. So, upgraden hier. Von wo werden die denn jetzt kommen, ist die Frage. Hä? Okay, das habe ich auch noch nicht erlebt. Die Horde kam gar nicht. Die hat sich verlaufen. Ich weiß es nicht, das hatte ich noch nie. Es kam der Sound, dass ich die besiegt habe. Oh, wie lame ist das bitte? Ich habe mich eigentlich auch ein bisschen drauf gefreut jetzt. Okay, die Horde kommt leider nicht. Es kam erst der Sound, dass die kommen und im Anschluss sofort der Sound, dass wir die besiegt haben. Voll strange. Hatte ich noch nicht erlebt bisher. Kann eigentlich nur ein Bug sein. Sehr, sehr strange. So, gut, wir müssen weiter forschen, Leute. Hier haben wir eigentlich erstmal alles, was ich will. Machen wir erstmal Foundry. Foundry ist quasi dann das nächste Gebäude, womit wir noch mehr erforschen können. So, das ist dann quasi die letzte Stufe, wenn wir das dann alles haben. Also wir liegen eigentlich ganz gut in der Zeit und so. Bin erstmal relativ zufrieden. Aber ich muss halt unbedingt mehr Mauern ausbauen, ey. Ja, das schafft ihr schon. Hier geht nicht. Die hier wahrscheinlich wegmachen. Das ist zu nah am Gegner dran. Ja gut, da komme ich hier auch erstmal nicht am Gate rum. Oder um ein Gate herum. Mhm. So. Okay, hier brauchen wir Tesla Tower. Hier würde ich auch einen hinbauen, oder? Ne, hier können wir eigentlich schon wieder eine Mauer dann ansetzen. Weil hier brauchen wir gar keine Mauer. Ja, hier können wir einen hinsetzen. Ich weiß noch gerade gar nicht, ob das so Sinn macht. Eigentlich nicht. Genau, Fischerhütten können wir dann auch mal noch bauen und so. Wir haben ja übelst viel Wasser daneben. Das können wir da mal schnell machen. So. Das sieht gut aus hier. Hier können wir alles schön ausbauen. Hier genauso. Das muss noch repariert werden. Und hier genauso. Okay, alles klar. So, dann würde ich sagen, wir bauen jetzt erstmal jetzt hier überall Gates rein. So. Da kommen wir gleich Stone Gate. So, okay, lass mal weiterlaufen. Das Problem ist, hier kann ich nicht nach außen sichern. Das geht nicht da unten. So, und hier würde ich jetzt genauso dann auch mal anfangen wollen, langsam. Kurz überlegen. Woodgate, wenn ich es so setze, dann kommen sie auf jeden Fall raus. So. So, so müsste es zu sein. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, meine Leute sind in der Nähe. Gut, dass ich so langsam bin. Da steht doch aktuell gar keiner. Voll dumm. Ich habe die alle weggezogen, ich Trottel. Aber zwei Sniper würden da eh nichts bringen. Die wären tot. Ach, das ist die Horde, Leute! Oh, wie scheiße ist das denn? Das wurde überhaupt nicht mehr... Es war kein Symbol, nix da. Och, ist das gemein. Das ist die Horde vom Norden. Die Horde vom Norden. Ey. Oh, ist das fies. Und das ist genau die Mauer, die am schlechtesten ausgebaut ist.
Das finde ich jetzt ein bisschen lame, um ehrlich zu sein. Das ist gemein. Ich meine, ihr kennt das Prinzip ja mittlerweile. Normal wird einem das angezeigt dann. Also, ne, man hat dann dieses Symbol und kann überlegen, wo muss man es mehr sichern und so. Das ist ja eigentlich so geplant und jetzt wurde mir das nicht angezeigt. Richtig gemein. Feuer, Leute. Ja, mal gucken. Die Sniper laufen die ganze Zeit eine Runde, voll dumm. Ich glaube, wir kriegen das hin. Ah, vergessen! Alter, also schneller ist die. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, die jetzt hier runter zu locken. Da muss ich auf jeden Fall. Ach! Sind die durch oder? Ja, die sind. Nee, die sind nicht durch. Die sind down! Nice! Ja, kein Problem. Meine Sniper-Veteranen sind einfach mal der Shit, Leute. Das ist nur hier oben, ne? Das muss mir keine Sorgen machen. Nee, muss ich nicht. Jojojo, kein Problem. Ich habe bisher noch nicht mal mein Loot zuvor gebraucht. Weil wie gesagt, mit denen kann man ja nicht durch Wände schießen. Und den kannst du auch nicht auf den Turm stellen, das geht auch nicht. Sonst hätte ich nämlich schon Türme gebaut, vielmehr. So, krass, wir haben jetzt gerade eine Inkognito-Zombie-Horde-Welle abgewehrt. Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass es aktuell ganz gut läuft.